So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX macht mal wieder wilde Sprünge. Konnte mit einem abwärts gerichteten Gap eröffnen, um dann jedoch anschließend wieder komplett die Gegenrichtung einzuschlagen. Dadurch ist der Stopp in Mitleidenschaft gezogen worden, der gestern an dem Tagestief lag. Hier hat die Aufwärtstrendlinie hat hier noch gehalten gestern, aber mit der Eröffnung, die ja innerhalb von den ersten 5 Minuten, glaube ich, oder 10, ist hier ein Rücklauf passiert und aktuell stehen wir bei 9.926 auf Tageshoch. Kann jetzt hier gerade die Oberkante des Rainbows überwinden und stößt vielleicht wieder, obwohl es jetzt hier ja nicht gemacht hat, aber gestern hier schön am EMA 200 im Stundenchart prallte hier vielleicht wieder leicht bärisch ab, um dann weiter nach oben zu steigen. Natürlich ist es jetzt hier etwas bitter, weil im Tageschart, aber das war ja ein Setup aus dem Stundenchart raus, im Tageschart hat hier erneut diese Daily-Marke bei 9.775, das Tagestief war 73,80 auf Xetra, wieder exakt gehalten. Also wie oft ist es hier, nachdem es hier leicht unterschritten worden ist an dem Tag, hat es hier 1, 2, 3 Mal jetzt exakt gehalten. Und hier wäre dann eben auch über 9.980 Punkten rund, aber ein Schlusskurs erst und nicht nur Intraday. Wäre hier vielleicht ein kleiner Befreiungsschlag dann möglich im DAX, auf Tagesbasis auch. Aber hier rutscht es, oder beziehungsweise ja, ist es hier eigentlich eine Seitwärtsbewegung. Ja. Recht schwierig, im S&P 500 Index war die Marke am Wochenende hier unten deklariert. Die dürfte auch jetzt hier vorbörslich beziehungsweise nachbörslich halten sowieso, und auf Parketthandel, ja, hier wurde sie nicht unterschritten, heute Morgen angelaufen, wo ich noch gesagt habe, ja, 4-5 Punkte nach unten, und dann steht es jetzt hier, die Futures stehen deutlich eben im Plus. Da darf man mal abwarten, ob jetzt hier ein neues Hoch dann rausgenommen wird. Also hier passt es jetzt im Prinzip noch so weit, dass das Long Setup intakt ist. Bei Gold und Silber sieht es dagegen nicht gut aus. Hat jetzt hier wieder nochmal eine schwarze Kerze gestern. Gab es im US-Handel keinen Kaufdruck, auch heute nicht. Neues Tief gemacht und liegt jetzt nahe an dem Stopp-Level. Muss man schauen, ob es jetzt hier heute auch wegen Wirtschaftsdaten eventuell ein Umschwung kommt und der Markt hier drehen kann oder eine schöne Kerze hinlegen kann. Silber ist genauso weiter unter Druck. Hier liegt der Schlusskurs aber auf Schlusskursbasis. Der Stopp auf Schlusskursbasis. Und ja, ich gehe davon aus, dass dieses Level jetzt nicht unterschritten wird, jedenfalls nicht nachhaltig. So, dann kommen wir noch zu den Forex und zu den Aktien-Setups. Hier Pfund gab es kein neues Low, gab es hier nur einen kleinen Rücklauf. Und dann startet er hier durch. Besonders gut war das dann eben hier zu sehen, dass hier die Unterstützung eben gehalten hat. Hier eine Umkehrkerze auf Tagesbasis und dann Kaufdruck wurde hier dann erzeugt beim Pfund gegen neuseeländische Dollar. Was leider auch ausgestoppt worden ist, ist der australische Dollar, US-Dollar. Das ist das letzte Tief unterschritten worden, nachdem es gestern hier nochmal eigentlich, ja, zwar an der Unterkante abgeprallt ist, aber doch eine ansehnliche Tageskerze, beziehungsweise halt ein Doji, wo, wenn hier das Hoch dann rausgenommen worden wäre,
Ja, ist aber nicht. Jetzt ist eben unten das Tief rausgenommen. Wäre noch, wenn es rausgenommen worden wäre, wäre hier sicherlich schöner Kaufdruck entstanden. Ja, und dann eben wäre das Setup ins Plus gelaufen. So ist eben kleiner Verlust entstanden. Bei den Aktien, beziehungsweise das US-Dollar, polnische Zloty, das kann man jetzt auch abhaken, hat zeitlich und fast auch preislich dann das Kursziel erreicht. Die Chinko-Aktie, da ist man wirklich, da bin ich diese Woche echt gespannt, wenn die jetzt weiter hier mit dem grauen Pfeil eventuell mitläuft oder dann gleich hier das Kaufsignal generiert. Die Daimler-Aktie liegt noch unterhalb der Beiträgermarke. Trillisch hat das Kauflimit noch nicht erreicht. Ebenso wenig wie hier die Dialog Semiconductor. Und die Xing hat jetzt hier den Abwärtstrend gebrochen, aber noch nicht die Stop-Buy-Marke erreicht. Die Verbio, die hat gestern eine wunderschöne Tageskerze hingelegt. Heute kamen kleine Anschlusskäufe. Bislang fällt es hier wieder leicht zurück. Dennoch sieht es weiterhin in meinen Augen sehr gut aus, dass es hier weiter nach oben geht. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später dann.